Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Let's Play von War und the Sea mit der Tokyo Express Mod. Ich bin Exekutor. In der letzten Folge haben wir erfolgreich die Truppen hier von Florida Island, Malaita und Goddard Canal in Konvois zusammengefasst, mehrere Luftangriffe vereitelt, um die Invasion auf Milne Bay vorzubereiten, was denn quasi das Sprungbrett ist zum Schlag gegen Port Moresby. Ja, jetzt haben wir natürlich hier noch die Flugplätze, mit denen wir definitiv für Deckung sorgen sollten. Dann haben wir hier noch einen leichten Kreuzer, den ich vielleicht auch versenken sollte. Also die Japaner merken ihre Unterlegenheit zur See immer mehr. Mavis. Da kommen zwei Torpedos. Die Japaner, die Amerikaner, was sage ich denn? Wir werden einen weiteren Escort-Träger attackiert und leider nicht ganz versenken können, aber ich würde zu behaupten wagen, dass der. Ja. Dass der nicht ganz, ja, dass die Amerikaner jetzt langsam aber sicher ein definitiv großes Problem haben. So, dann gucken wir mal, dass wir den Kreuzer erwischen. Na, die Frage ist, na, da war ich vielleicht doch ein bisschen zu dicht. Ja, auf jeden Fall bemerken die Amerikaner jetzt langsam auf jeden Fall, dass sie die Luftherrschaft komplett verloren haben. Also ein Träger schwerst beschädigt. Und jetzt mit der fertiggestellten Nagato haben wir natürlich wieder. So.
verdammt. Keine einzige der Bomben hat getroffen. Schade. Wie könnte es eher so sein, dass der Torpedo trifft? Okay, nee, da trifft nichts. Schade. So, können wir nicht hier jetzt. Ne, drei Mal, das bringt's überhaupt nicht. So, ich führe mal den Stuka-Angriff durch. Dass mindestens die treffen. Drei, vier, fünf, sechs. Ja, mittlere Beschädigung. Alle drei haben gesessen. Das passt. So, Dele. Zurück zur Basis. So, jetzt können wir hier mal die ganzen Transporte vorbereiten. In der Werft wartet die Seikaku auf ihren Einsatz. Hoyo und Shukaku. Na, die Seikaku Task Force haben wir ja hier, die sich mit ihr dann vereint und dann mit der Junior im größeren Verband zusammenfließt, denke ich mal. So, da ziehen sie sich schon zurück. Starten wir mal. Erste Trägerdivision. Junior. Die Junior schickt ihre Jäger zum Nachschubkonvoi. Die Hiryu schickt hier 7 Stück zum Truppenkonvoi. Und hier noch 5 zur ersten Trägerdivision. Nee, Junior, um die zu unterstützen. Dann passt das schon mal. Jetzt nicht behaupten. Das ist natürlich nicht wirklich viel. Das ist klar. Erste Schlachtdivision.
Einmal hier. Den haben wir ebenfalls hier. Ja, bei der Junior haben wir jetzt einige Flugzeuge gesichtet. Träger ist allein im Feld. AK ohne Geleitschutz, ganz alleine. Das finde ich halt schon mutig. Die stürzen sich alle auf den Träger. Steuerbord. Und hier jetzt die Luftunterstützung. Leitschutzes eintrifft. So, 8 gegen 12. Na, 2 verloren, nochmal 1 verloren. Fluss auf der Luft, 5 gegen 9. Fünf gegen 8. So. Na. 4 gegen 6. Vielleicht schaffen wir es sogar, das wär's ja noch.
So. So. 4 Stück, 4 gegen 4. Vier gegen drei. So, einer noch. So, jetzt gucken wir mal. Ach, die eine Maschine nervt mich jetzt. So. So, also diese Episode will ich definitiv mit der Bombe greifen an.
Eine Ganzzahl. So. Na, Viewfighter. So, erwischt. So, jetzt greifen Höhenbomber an. Junior ist immer noch allein. Und Torpedobomber. Jedes abgeschossene Flugzeug verringert das natürlich die Gefahr für die Landungstruppen. Die sollen sich hier schon mal drum kümmern. Denn die Walrus-Flugboote.
So, sind sie im Ziel am Flug? Na, das war's schon. Jetzt gucken wir nochmal. Also eigentlich müssten wir hier jetzt langsam aber sicher. So, jetzt haben wir schon einen kleinen Vorteil. So, Angriff abgewürgt. Ja, jetzt haben wir die US-Luftwaffe hier eigentlich schon sehr stark geschwächt. Und der nächste Angriff. Das kann's doch nicht sein. Jetzt kommen sie mit Flächenbombern und mit Torpedobombern, ja, ich glaube es ja nicht. Die sind schon im Ziel im Flug. Aber die permanenten Angriffe dünnen natürlich meine Reihen auch aus.
Oh, die haben schwere Bomben geladen. Und hier unten haben wir natürlich dann die 12. So, jetzt sind wir 3 Zeros noch, die sich dem ganzen Dings entgegenstellen. Geschwindigkeit erhöhen. Na, ich verringere jetzt sogar die Geschwindigkeit. Sollen die ruhig glauben, dass sie ein leichtes Ziel vor sich hätten? Steuerwort, AK voraus. Und jetzt Handbackbord. So, Ruder mit Schiffs. So, Angriff gebannt. Ja, aber fast alles von der Comet Air Patrol verloren. Das ist natürlich jetzt das andere. So, Rabaul. Truppenkonvoi. Rabaul. Und Nachschubkonvoi. Die brauchen beide Comet Air Patrol.
einer. Also jetzt komm schon. Ebenfalls bei der Junior. Jetzt können wir die nur starten als Alarmstart. Sind wir da 8 Flugzeuge in der Luft. B-24 Liberator. So. Wir dünnen jetzt natürlich die feindliche Flugfeldkapazität massiv aus. Aber ich will den Flugplatz eben auch nicht zerstören. Ja, ich glaub's ja nicht. Haben die jetzt schon mal eine von den feindlichen Maschinen abgeschossen oder wie sieht's eigentlich aus? Oh oh. Ja, zwei. ganz toll. Steuerbord. Na, wieder voll vorbei. Ja, die Träger locken jetzt halt die feindlichen Fliegerverbände an. Oh! Das war nah, das war knapp. Ein Nahtreffer. Gut, dass wir da noch gewendet haben. So.
So, jetzt haben wir das Problem, dass die Junior fast keine Flugzeuge machen. Truppenkonvoi. Ganz toll. Steuerbord. AK voraus. Oder hat er sogar auf die Ise gezielt? Na, die amerikanischen U-Boote sind ein bisschen das Problem. Fächer geht viel, können wir mal abbrechen. So. B24. Nur 3. Ist das nicht ein bisschen wenig? So. Sehr gut.
So. Die nächste Attacke. Ja, jetzt sind sie halt am... Das war's mit unserer Luftunterstützung. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Da wird es auch schon mal die ersten Schäden geben. Jetzt bin ich mal gespannt. Wer da eine aufs Dach kriegt. Ja, super. Lauter Nahtreffer und mehr ist nicht passiert. Man sieht hier natürlich das eigentliche Problem. Wir müssen sofort gucken, dass wir hier Massiv mit dem letzten abgehörten Luftangriff speichern wir jetzt ab, machen einen Cut und sehen das dann zur nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Executrix.